Also Leadership-Programme ist etwas, was uns in unserer Beratung immer wieder begegnet, nämlich auf der einen Seite, dass die Leaders oder das Management, vor allem auch jetzt das mittlere Management, nicht nur das Top-Management, in Veränderungsprozessen extrem viel gerüttelt werden, ja, und genau so zwischen zwei Ansprüchen mehr oder weniger wie in Mühlräder geraten, nämlich auf der einen Seite, was das Top-Management möchte, dass die Organisation die Kennzahlen liefert, von den Shareholdern auch Vorgaben bekommen und sich sozusagen nach außen wenden und gleichzeitig aber verlangen, dass es innen, nach innen umgesetzt wird und die dann auch eine Übersetzung bilden müssen dafür. Und gleichzeitig sind aber Veränderungen an der Tagesordnung, also Umstrukturierung einmal hier, einmal dort, eine Zentralisierung, Dezentralisierung, dann bereichsübergreifend arbeiten, aber dann doch gemessen werden am Umsatz oder am Erfolg der eigenen Unit. Und das ist schon sehr komplex und werden meistens alleine gelassen, mit dieser schweren Aufgabe umzugehen. Und dieser Widerspruch ist dann auch auf der anderen Seite spürbar, auf der Mitarbeiterseite, die dann sagen, hey, wo sind wir, wer schaut auf uns und wir machen doch die operative Arbeit und jetzt müsst ihr uns auch ernst nehmen und Rücksicht nehmen auf das, was wir tun und uns unterstützen. Und da geraten sie so in einen ziemlichen Zwiespalt hinein und das wird auch stärker in der letzten Zeit, haben wir beobachtet und arbeiten in Veränderungsprozessen auch mit dieser Gruppe, das sind dann nicht nur Schlüsselpersonen, quasi der mittleren Ebene, sondern teilweise auch operative Führungskräfte bis hin zum Top-Management und haben aus dem heraus aber auch ein Programm entwickelt, das unabhängig jetzt von Change-Prozessen die Führungskräfte qualifiziert in einer Form, wo sie mit diesen Veränderungen besser umgehen können. Also wo sie selber ihre Vorbildrolle noch einmal gewahr werden, dass sie wissen, dass Veränderungen man nicht einfach sozusagen festsetzen kann und alles bewegt sich, sondern dass sie da auch in dieser Führungskultur und auch Kulturmacher, sage ich, in der Organisation eine wichtige Rolle spielen. Und vom Format machen wir das so, dass wir eben das in einen Prozess gießen, das heißt nicht mehr eine einmalige Veranstaltung und dann ist es aus, sondern über ein halbes Jahr, vielleicht alle zwei Monate mal, auf drei Tage zusammenzukommen. Und das Besondere da ist, dass es auch größere Gruppen sein können. Also zum Beispiel, dass man sagt, 60 Personen und die teilt man aber dann in vier Gruppen zu 15 Personen. Die arbeiten sozusagen als in einem Workshop, in einer Form von Training, die aber auch mit Erfahrungsaustausch gekoppelt ist und kommen immer wieder mal auch in einem großen Plenum zusammen und berichten sich, was sie da gemacht haben. Und das ist ein schönes Format, wo so individuelle Themen behandelt werden können, nämlich in den kleinen Gruppen, wo aber auch das Team man sich anschauen kann und die Dynamik in diesen Teams und das stellvertretend für die Dynamik in Teams sozusagen am Arbeitsplatz auch sehen kann. Und organisationelle Themen, also welche Strukturen haben sie, die zum Beispiel gutes Leadership begünstigen, aber auch verunmöglichen. Und dass wir dann diese Themen auch sammeln und am Ende von einem größeren Durchgang auch wieder mit dem Management reflektieren. Oder das Management auch mal zu einem Modul einladen, dass quasi über strategische Fragen gesprochen werden kann. Wir bauen immer auch Teamentwicklungen ein, weil man da extrem gut lernen kann. Also wie man miteinander umgeht und wie man miteinander kommuniziert. Und in 99% der Fälle ist es genau so, ja, im Team wie dann in der wirklichen Organisation. Und da kann man super lernen draus.